Fußball wird präsentiert von Admiral. Ich pass. Du gewinnst. Oberland-Derby in der Landesliga. Im Nachbarduell trifft Tabellenschlusslicht SK Bredris auf den Tabellenzweiten aus Meiningen. Die Hausherren mit dem Anstoß. Verstecken sie nicht, fighten von Beginn an mit und setzen dem Favoriten ordentlich zu. 13 Minuten sind im Römerstadion gespielt. Verkehrte Fußballwelt in Bredris. Keskin in die Gasse für Tobi Hartmann. Und der netzt zum 1:0 ein. Der Underdog führt. Und setzt nach. Nur eine Minute später. Flanke Weißenauer. Hecht Kopfball Keskin am Tor vorbei. Und in der 17. Minute ist es neuerlich Keskin, der nach einem Hartmann-Zuspiel die Kugel nur knapp am Meininger Gehäuse vorbeisetzt. Ab diesem Zeitpunkt kommen auch die Gäste besser in die Partie und in Minute 36 zum Ausgleich. Bredris unter Druck, bringt die Kugel nicht aus der Box. Adrian Hagen kommt ans Leder und haut das Ding zum 1:1 und das Quergebälk. Das ist auch der Pausenstand. Zwei Tore gerecht verteilt. In der zweiten Halbzeit erwischt der SK Meiningen einen Traumstart, der zum Albtraum für die Heimischen wird. 49. Spielminute, SKM Freistoß von rechts. Niklas Schranz mit dem feinen Schlenzer ins lange Eck und es heißt 1:2. Nein, Assi Reutinger hat die Fahne oben. Schiri Winsauer overruled nach Rücksprache mit seinem Leary. Der Treffer zählt. Ganze 3 Minuten später schlägt schon wieder im Kasten des SKB ein. Weiter Einwurf von Konzett und wieder ist Schranz zur Stelle. Doppelpack und es heißt 1:3. Nur wenige Augenblicke später, in der 54. Minute, die blutjunge Bresener Mannschaft, überfordert, bricht zusammen wie ein Kartenhaus. Schranz auf Mirza Kafkic, weiter zu Adrian Hagen und der Kapitän himself erhöht aus Spitzenwinkel auf 1:4. Und es geht weiter in eine Richtung. 57. Spielminute, die Meininger mit viel Selbstvertrauen, Flankenball Schranz, Kopfballvorlage Dizaric, Adi Hagen ist da und erhöht mit seinem Hattrick auf 1:5. Bredris Keeper Badic konnte einem richtig leid tun, denn das war's noch nicht. Es geht weiter mit dem Toreschießen im Römerstadion. Niklas Schranz hat auch noch eines zu bieten. Julian Mayer mit dem Pass auf den Angreifer, der lässt noch Gasser aussteigen und netzt in der 70. Minute zum 1:6 Endstand ein. Zweiter Hattrick in dieser im zweiten Spielabschnitt verrückten Partie. Meiningen mit diesem Kantersieg weiter auf dem zweiten Tabellenplatz, während die Bresner Youngster die rote Laterne tragen. Mihailo Hočak, sportlicher Leiter vom SK Bredris. Bittere 6:1 Niederlage im Derby gegen Meiningen. Deine Meinung zur Partie? Ja, bittere Niederlage vom Ergebnis her schon. Aber wenn man die erste Halbzeit gesehen hat, hat man eigentlich relativ gut mitgehabt mit einem Meisterschaftsanwärter, sage ich jetzt mal. Und es sind individuelle Fehler passiert. Und ich sage jetzt mal, die 5-6 Minuten, wo man die Fehler gemacht hat, hat das Match entschieden. Bitter ist es eigentlich nicht so. Ich hoffe nur, dass die Mannschaft weiterhin den Kopf nicht hängen lässt, die junge Mannschaft, die neu formierte. Und wir einfach beim nächsten Spiel wieder an die erste Halbzeit von heute anknüpfen. War nach dem 2:1 der Bann gebrochen? Hat die Mannschaft im Kopf auch ein wenig abgeschaltet? Ja, sicherlich. Es ist natürlich, es passieren Fehler und die Mannschaft, Hintermannschaft auch, die Vorderer, da sind ein paar junge Spieler, die einfach den im Kopf vielleicht noch nicht so schnell reagieren und das verdauen und dann einfach vielleicht abgelenkt sind. Haben wir schon öfters die Saison leider Gottes der Fall gehabt, aber die müssen einfach lernen. Sie sind jung, sie kriegen die Chance bei uns in der Kampfmannschaft zum Spieler und wir bauen einfach darauf auf, dass sie Erfahrungen sammeln und sie dürfen noch Fehler machen.
Wir würden da niemand jetzt irgendwie strafen damit. Es ist schwierig natürlich nach so einer Niederlage die junge Mannschaft irgendwie weiter zu motivieren, aber es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir haben den Weg eingeschlagen und sie dürfen Fehler machen. Und wir müssen natürlich auch analysieren, was können wir verbessern, damit wir die einfach wieder in die Spur bringen für das nächste Spiel. Aber der Kopf wird nicht in den Sand gesteckt, es geht weiter beim SK Bretris, oder? Richtig, der Kopf wird nicht in den Sand gesteckt. Oder? Wir haben jetzt die Woche ein Erlebnis gehabt im Land, wo einmalig war, glaube ich, so wie sie es geschrieben haben, die Medien. Und wir stecken den Kopf nicht in den Sand und wir schaffen an unserer Vision und an unserem Trend weiter mit Eigenbauspielern und Spielern aus der näheren Umgebung, die jetzt bei uns kicken möchten und erfreut haben. Und wir bieten denen die Chance in der Landesliga zum Spielen. Es ist auch etwas wert für uns. Und ich glaube, dass die Burschen sich wieder aufraffen und im nächsten Spiel wieder mit Volldampf dahinter ziehen, hoffen wir es. Danke, viel Erfolg weiterhin. Danke dir. Danke. Ein Mann steht vor mir, strahlt über das ganze Gesicht. Hennes Kafkic, Trainer vom SK Meiningen, 6:1, Kantersieg hier im Derby. Zufrieden, oder? Ja, total zufrieden. Total zufrieden, weil ich habe gewusst, Spiel bei der Meiningen sind immer Highlight. Und das Ergebnis ist immer da knapp. Und heute 6:1. Ich muss sagen dazu, dass die Bresener Mannschaft erste Halbzeit uns einfach richtig schwer getan hat. Zweite Halbzeit haben sie einfach, ich denke, körperliche Probleme gehabt. Und hat einfach die 15 Minuten, wo wir super gespielt haben, hat einfach heute. Es war genug, ja. Ich habe die erste Halbzeit, kann man sagen, oder? Bredris, überraschend stark für mich. Bredris war total präsent, weil ich muss dazu sagen, dass unsere Mannschaft hat erste Halbzeit einfach nicht die richtige Leistung abgerufen. Aber mit dem 2:1 ist der Knoten geplatzt und der Sieg sicher nach Hause. Ja, mit 2:1 haben wir dann Sicherheit auch dazu bekommen und ist da Qualität ausgestochen, sagen wir so. Danke, Enes, und weiterhin viel Erfolg. Danke dir. Danke.